Grüß Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Heute spielen wir wieder No Man's Sky. Eine gechillte Runde, weil es ist länger her, dass ich das gemacht habe. Ich habe mich jetzt auch übrigens ein bisschen informiert. Das heißt, können wir die Tiere da auch einsammeln. So. Das sind sogar Pflanzenfresser, warum auch immer. Wir brauchen noch Plutonium, dann können wir schon abreisen. Die hört sich ein bisschen komisch an, aber ist nicht so schlimm. Ja, ich wundere, warum ich. Also. Ich sage immer, wenn euch wundert, ne? Also, wundert euch nicht. Es ist jetzt bei mir gerade 4:30 morgens. Also wirklich. Fern noch ausnutzen. Was ist das? Plutonium? Ne, Titan. Warum Plutonium zum Abheben? Das sind so rote Kristalle. Ich habe mir jetzt noch alles ein bisschen informiert. Also halb, fast 4:30. Also eine Viertelstunde fehlt noch, aber egal. Ich habe bis jetzt die Story, aber privat, von BO3 gespielt. Deswegen habe ich jetzt Kopf wie du übelst, weil ich ganz ehrlich, was ist das für eine scheiß Kampagne? Aber egal. Wir suchen Plutonium. Plutonium. Rote Kristalle, wahrscheinlich laufe ich gerade. Ich höre da so ein komisches Tier schreien. Das wäre auch cool, ein bisschen was zu entdecken. Ich habe jetzt off-screen jetzt so ein bisschen die Dinger nachgefüllt. Die Teile repariert, dass wir jetzt dann bald mal fliegen können, weil sonst brauchen wir. Der erste Schritt ist immer am längsten. Aber Alter, hier gibt es wenig Plutonium. Hier ist so ein Biom, ne? Also hört das auch auf. Hier ist. Ist das ein Tier? Alter, das ist noch ein Tier. Ich dachte gerade, das ist so ein Berg. Vegetation, ruhig. Systeme 75%. Das tut uns angeblich nichts, können wir ja mal hinschauen. So was finde ich extrem. Das haben wir schon entdeckt. Das ist ja ganze Herde. Brauchen trotzdem Plutonium, das hilft nicht. Ohne Plutonium kommen wir ja nicht weg. 43 Plutonium brauchen wir noch. Okay. Wir laufen jetzt mal, sprinten. Ich dachte mir, easy, jetzt mal Aufnahme, weil den Rest habe ich schon. Dachte mir, Plutonium hast du 2-3 Minuten, hast du das. Bäume können wir mitnehmen. Geben uns Kohlenstoff. Und Kohlenstoff brauchen wir zum Atmen. Schrägstrich für die lebenserhaltenden Systeme. Pflanze. Ich habe immer versucht, so die Tiere zu finden, aber das funktioniert nicht. Man muss nämlich so. Warte mal, hier, die roten Pfeile sind doch Plutonium. Ja, wir haben Plutonium. Dann hören wir uns als erstes. Ist das unterirdisch? Nee. Tamium 5. Oder 9. Das wollen wir. Ich muss schauen, dass die scheiß Polizei hier nicht. Ja, jetzt können wir. Und zwar, was können wir hier machen? Wie. Was braucht man? Den auffüllen, glaube ich. Ne, dann brauchen wir Tamium 9. Hier den. Plutonium hier. Das können wir genau einmal abheben. Und mit diesem einmal abheben, heben wir jetzt ab. Also Weltraumfahrten dauern immer ein bisschen länger. Das ist jetzt noch unser Raumschiff. Wir hauen es hier mal rein. Schauen wir auf die Map hier. Können wir das Sonnensystem umbenennen? Und dann hochladen. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt GG nenne, dann wird das hochgeladen. Wir bekommen da rechts oben Coins. Hier die Tiere haben wir schon entdeckt. Das war der gerade vorher. Den lade ich jetzt nur hoch. Sonst macht ihr euch noch lustig über die Namen, die ich wähle. Den haben wir entdeckt. Dann bekommen wir oben rechts Geld. Den habe ich offscreen entdeckt. Das war nicht so weit weg von ihr und den auch. Also, ich spiele es auch privat. Von dem her ist mir das eigentlich so. So.
Da benenne ich die Tiere auch, also kann sein, dass vielleicht seht ihr sowas. So, hier können wir uns umsehen. Oh, chillig, chillig, chillig. Dann haben wir auch hier so ein Speed. Jetzt höre ich mich gar nicht mehr selbst, das ist ein bisschen ungewohnt, aber jetzt kommen wir gleich schneller, viel schneller ins Weltall. Oh, es ist leer. System GG. Von mir entdeckt. Und hier haben wir so Kometen. Wenn wir die zerstören, bekommen wir Tamriel 9. Tamium 9. Mit dem können wir unsere Hyperantrieb. Oh, nice. Von dem neuen Zeug nehme ich ein bisschen was mit. Das braucht man immer in manchen Galaxien. Also es gibt es eigentlich in jedem. Trotzdem ist es mühsam, wenn man es dann nicht hat. Mit dem können wir uns den, glaube ich, auffüllen. Genau, mit Tamil 9. Tamium. Plutonium. Und jetzt können wir uns. Hier ist der Planet, hier waren wir gerade. Auf dem grünen Planeten. Und ich sehe, ach, da ist noch einer. Der ist noch unentdeckt. Schauen wir mal noch weiter, ob hier noch was ist. Was sieht immer wieder, ich. Das finde ich immer wieder geil. Es gibt eigentlich kein oben und kein unten. Man kann jetzt. Wenn du so fliegst, ist trotzdem nicht falsch. Muss einfach die Perspektive ein bisschen ändern. Da ist ober uns ein Planet. Hier ist unter uns ein Planet. Also, ihr wisst, was ich meine. Wir reisen jetzt mal zu dem Planeten da hinten. Also wie schon gesagt, meine Let's Plays sind eher so auf Entdecken und so. Und so sieht das dann aus, wenn wir Vollspeed fahren. Hier sieht man rechts unten so die Ankunftszeit, das sind so ungefähr 40 Sekunden. Normal braucht man, glaube ich, dahin 4 Stunden oder sowas. Können wir ja nachher noch mal schauen, wenn wir wieder vom Planeten abreisen. Und ich habe keine Ahnung, ob ihr mich hört, aber ich glaube schon, dass ihr mich hört. Ist nur gerade, weil ich das Mikro so laut gestellt habe. Oh, sorry, Leute. Ich bin so müde, ohne Scheiß. Okay. 20 Sekunden, dann sind wir beim neuen Planeten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte euch das ein bisschen besser erklären, so mit dem Weltall und sowas, aber ich weiß genau, es ist sowieso keinen interessiert. Das ist eher so für Anfänger als das Let's Play. Also ihr könnt es auch gerne, wenn ihr nur das Ding spielt. So, jetzt bremsen mit L2. Aufpassen, dass wir nicht verglühen. Der Planet sieht nicht so lebensfreundlich aus. Navigationsdaten empfangen. What the fuck? Wir suchen auf jeden Fall Plutonium. Ah, ist eine Weltraumstation. Ist immer gut. Das ist, glaube ich, aber der Mond von dem anderen Planeten. So, dann landen wir hier. Vielleicht sogar auf der Landebahn. Das ist gleich Plutonium. Ne, nicht auf der Landebahn, okay. Hier gibt es unentdeckte Flora und unentdeckte Fauna. Gibt es hier Wächter? Minimal. Perfekt. Blutgeil ist mein Lifestyle. Und dann können wir auch hier dann speichern. Das Plutonium ist übrigens das Inventar. So, und ich habe mich hier jetzt ein bisschen schlau gemacht. Wir hauen jetzt mal unser Kohlenstoff hier rein. Ja, Technologie aufgeladen.
Dann werfen wir hier mal direkt das Plutonium wieder rein. Hier das Thamium. Und wir können jetzt vom Anzug zum Beispiel das, das und 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 das in unser Raumschiff hier geben. Jetzt haben wir hier Platz wieder, jetzt können wir wieder sammeln. 5, 53 Stück. Ey, der Planet. Schau mal, was hier los ist. Aber es ist kein lebensfeindlicher Planet, also von dem her. Also ihr seht links unten nicht zum Beispiel so ein Hitzeteil oder sowas. Habt ihr es auch nicht gesehen, werden wir natürlich. Oh, ein Alien! Ich hab die schon mal gesehen, aber für euch ist das Neuland. Hello! Wir können übrigens die Sprache von denen lernen. Also auf dem Planeten gibt es so verschiedene Steine und sowas. Da geht man dann hin, interagiert man, dann kann man Wörter lernen und irgendwann kann man sich mit denen unterhalten sozusagen. Jetzt zum Beispiel werden wir noch nichts verstehen. Da links seht ihr übrigens den Text, da unten, genau unter ihm, so das Blie, Dexoi, irgendwas. Dann können wir die schauen. Die Nasenlöcher des Kriegers lodern, als ich mich ihm nähere. Er holt tief Luft und bellt etwas heraus, was eine Warnung sein könnte. Eilig zeige ich ihm, dass ich friedliche Absichten habe und nicht viel über ihn und seine Sprache weiß. Er denkt einen Augenblick nach, parkt daraufhin mein Multiwerkzeug und bellt mir dabei wieder mit reichlich Spucke ins Visier. Er deutet auf den Anzeiger, der verrät, welche Elemente ich bei mir habe. Ich tue mein Bestes, um die Ruhe zu bewahren. Ah, den können wir Eisen geben. Okay. Dann geben wir dem mal Eisen. Eisen ist jetzt nicht. Ah, warte. Kennen wir schon? Kennen wir schon? Wir können den jetzt das geben. Ich will schauen, was passiert. Ja, wir geben ihm 10 Eisen. Er klatscht. Er bringt mir die Sprache des Volkes etwas näher. Das Wort für Eindringling. Danke. Danke. Er bringt mir das Wort für Eindringling bei. Danke. Braucht übrigens 20 von dem. Dann lernt uns wieder was oder so. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohlenstoff, können wir ihm das geben. Was erst füllen wir unseres auf, ob Lebenserhaltungssysteme eigentlich brauchen wir es nicht, aber er braucht es. Wie viel haben wir? 83, okay. Er braucht, glaube ich, 10. So, was will er jetzt? 20 braucht er. Eindringling. Er nennt mich einfach Eindringling. Das Nackenfell des Kriegers sträubt sich und er beginnt sich in Erwartung meine Bitte zu schütteln. Ich bemerke mal, dass seine Ahnen möglicherweise beleidigt sein werden, wenn ich zu weit gehe. Um ein neues Wort bitten. Einverstanden zu helfen. Visuell. Schauen wir mal, wir lernen jetzt ein bisschen die Sprache. Wahrscheinlich wieder, oder? Jetzt nennt mich wieder Eindringling. Deutet darauf hin, dass seine Vorfahren derzeit nicht. Ah, derzeit sind seine Vorfahren nicht beleidigt. Das freut mich. Er hilft mir. Hat meine Schilder wieder aufgetunt. Okay, was können wir hier noch holen? So, wir haben das Wort für Enzyklopädie gelernt. Schaut ihr mir nach? Komm, egal sein.
Multiwerkzeugtechnologie. Okay. Sonst noch was Interessantes hier? Nein. Nix, nix. Okay. Kommen wir hier durch? Okay, ne, ist eine Wand, okay. Dass den Alien nicht langweilig wird, allein hier die ganze Zeit in den. Wir nehmen uns auf jeden Fall Plutonium mit, das sehe ich da hinten schon wieder. Alter, das ist so ein fetter Batzen. Patzen. Patzen. 100. 100, genau. Perfekt. Okay. Das ist eine Höhle, da will ich auch reinschauen. Lava. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig, weil meistens sind in so Höhlen die gefährlicheren Tiere. Ich kenne mich ja schon ein bisschen aus, also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach alles über das Spiel weiß, aber die grundlegenden Dinge weiß ich eben schon. Und du werdet euch manchmal denken, oh. Ihr werdet euch 5000 U zurückgelegt. Manchmal werdet, wenn ihr das öfter verfolgt, werdet ihr euch denken, hey, Leute, das hast du schon gefunden. Das ist so, dass die Tiere sich zwar ähneln, also manche, aber nicht gleich sind. Also Progo zum Beispiel sagt, es gibt nur drei oder vier Tiere und die sind auf jedem Planeten wieder. Aber es stimmt nicht so. Sie ähneln sich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auf dem Planeten ist gar nichts, außer wir sind hier und. Aber oh, das ist falsch. Okay, die Höhle haben wir auch erkundet. Boah, irgendwie sieht das eklig aus, ne? Aber irgendwie auch cool. Wir können mal schauen, ob es hier überhaupt Lebewesen gibt. Ne, seht ihr das? 100% abgeschlossen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel grünen Planet, da haben wir erst 37% erst. Ey, wir sind viel zu früh abgereist. Viel zu früh abgereist. Wir haben erst 37% von dem Planeten entdeckt. Vielleicht gehen wir mal zurück und entdecken den grünen Planeten nochmal. Hier sind 37%. Also hier 37% abgeschlossen. Wenn wir hier auf dem Planeten, wo wir gerade sind, haben wir 100% abgeschlossen. Das heißt, hier gibt es nicht mehr zu viel. Finden. Wir können höchstens noch ein bisschen Plutonium farmen. Ich war zwar schon die ganze Zeit da, aber okay. Okay, wir hauen unser Lebenserhaltungssystem wieder was rein. Kohlenstoff. Da kann man speichern. Hier kann man Dinge finden. Plutonium. Gag-Amulett. Okay, hier kann man speichern, wie wir mal. Okay, easy. Da würde ich sagen, hauen wir wieder ab. Are you ready for this? So, wir können auch mal was kurz kontrollieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Bei meinem Profil hat es funktioniert. Ja. Okay. Wir können uns ein neues Schiff holen. Vorbestellerbonus. Nicht dieser Planet, okay.
Draußen die Atmosphäre. Erst nach oben ziehen, dass wir rauskommen, aber okay. Das ist in diesem Universum, Sonnensystem, aber es ist nicht auf diesem Planeten. Das heißt, hinter dem Planeten. Oh shit, das ist ausreichend, so ein Scheiß schwieriger, als wenn man glaubt, ne? Sehe ich das einfach nicht oder ist da kein. Hier bräuchten wir 4 Stunden. Seht ihr das? 4 Stunden rechts von Ankunft. Und jetzt, wenn wir so fahren, um 1 Minute 10. Das ist schon ein Unterschied. Ah, da ist er. Da ist der Planet. Da ist er doch. Lubinamling. Seltsamerweise habe ich noch nicht mal einen doppelten Planeten gesehen. Ist es überhaupt der Planet? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht mal der Planet ist. Es ist zwar die ganze Zeit. Okay. Das 10 fahren wir noch hier entlang. Können wir ein bisschen tiefer fliegen? Aber das ist auch so ein schöner Planet. Hey Leute, wenn ihr das auf meinen Kanal schaut, habt ihr ohne Scheiß den besten Start. Ich hatte ganz am Anfang gleich so einen arschkalten Planet, wo einfach nichts war. Dann Freund Schmong, der bei mir war, der hatte einen Planeten. Der war radioaktiv und wir haben einfach hier ein Sonnensystem mit zwei wunderschönen Pflanzenplaneten. Was will man da noch mehr? So. Ist auch noch eine Minute fliegen wir noch, ist das so schnell? Okay. Vielleicht entdecken wir sogar noch irgendwas. Das wäre sogar cool. Bisschen hochziehen. Ja, falsche Richtung. Und ich mache nur einen auf große Piloten. Eigentlich ist das Fliegen ja das Einfachste in dem Spiel. Ich kann so fliegen und so nach unten lenken und ich fahre nirgendwo an. Wirklich nicht, das ist jetzt so Auto-Aim. Also. Perfekter Nee. Oh nee. Haha. Seht ihr das? Das links über mein Lebenserhaltungssystem, dieser Planet.
Das große Ding da, das Gelbe, das ist ein riesiger Pilz. Der Planet ist toxisch, also der ist das, was ihr aus COD oder Zombie spielen könnt, das ist der Planet sein, die Luft hier rundum. Okay, jetzt haben wir das erste Mal so lebensfeindliche Bedingungen hier. Wir können mal schauen, ich hoffe. Okay, aber oh, scheiße, hier gibt es auch kein keine Tiere und sowas. Aber Leute, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Für dieses Mal würde ich das Video beenden. Ich hoffe, ich bin noch hier in mein Raumschiff rein. Damit ich nicht sterbe von dem Teil. Wir können übrigens auch auf das. Ah, ne, da haben keine Waffen. Nice! Ach ja, wir können. Wir holen uns noch kurz das Raumschiff. Der Bonus-Inhalts-Raumschiff. Das kippt man dann noch alles rüber. Und mit dem können wir dann viel leichter fliegen. Das hat dann, da können wir dann auch schon Hyperantrieb und so reinwerfen. Und jetzt nehmen wir das an. Und jetzt haben wir ein anderes Raumschiff. Ist schon mal besser als das erste, das Flugteil da. Also. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Wenn es euch noch mehr, wenn es euch extrem gefallen hat und ihr mehr von meinem Kanal sehen wollt, lasst doch gerne ein Abo und ein Tumor. Ich verabschiede mich wie jedes Mal mit dieser Folge mit einem. Na, mit einem ganz normalen, aber vertrauten Tschaußen. Das esse ich noch ein Bonbon.